Noch ganz kurz zu dir. Es gibt welche, die ich nicht kenne, soll man zwar nicht glauben, aber Jan Walter, gebürtiger Bremer, studiert an der Uni Dortmund, Referendariat in Düsseldorf. 85 bis 91 Amt für Stadtentwicklung in Maintal. 91 bis 99 Stadtplanungsamt in Dresden. 99 bis 2017, und das ist gar nicht so lange her, hat dann doch noch ein bisschen länger gedauert, oder? Oberbaudirektor der Freien Hansestadt Hamburg, als Nachfolger damals von Edgar Kossack. Lehrtätigkeiten an der TU Wien und TU Dresden, aber jetzt ist Platz für dich zu nehmen. Danke. Also zunächst einmal, lieber Andreas Hild und liebe Regine Keller, finde ich es eine wunderbare Geste der TU München, dass ihr anlässlich dieser runden Geburtstage diese kleine Feierlichkeit irgendwie ausbringt. Das macht nicht jede Universität und es zeigt, dass hier doch in München ein gewisser Stil herrscht. Liebe Donata, lieber Christoph, beide habt ihr ja durch euer jahrzehntelanges Wirken in der Lehre nicht nur Generationen von Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen geprägt, sondern auch, wie ich finde, dem Selbstverständnis der Profession eine Idee und Haltung bewahrt, die manchmal, so schien es zumindest mir, ein bisschen in Vergessenheit drohte. Landschaftsplanung ist Gestaltung urbanen Lebensraumes. Und darüber, und deshalb vielleicht bin ich auch eingeladen, will ich heute ein bisschen reden. Es gibt ja, wie wir alle wissen, eine lange Diskussion zwischen Architekten und Stadtplanern, welche denn nun die eigentlich berufenere Profession sei, wenn es um den Städtebau geht. Vielleicht, und das sollten wir heute Abend mal bedenken, liegen wir aber beide da nicht so ganz richtig, denn wenn wir auf das Werk von Donata und Christoph Valentin schauen, könnte es ja sein, dass die Stadt vielleicht viel mehr aus der Landschaft herausgedacht werden muss. Und das meine ich durchaus, meine Damen und Herren, in einem großstädtischen und man kann sogar sagen, einer regionalplanerischen Dimension. Und es gibt tatsächlich, wie ich finde, eigentlich nur wenige Büros, die die Bedeutung dieser Dimensionen so verinnerlicht haben, wie es Donata und Christoph Valentin getan haben. Und es gibt noch viel weniger Büros, die sich dieser Aufgabe in ihrem umfangreichen Lebenswerk so intensiv gewidmet haben. Wenn man das anschaut, Landschaftsrahmenpläne für ganze Regionen, Landschaftspläne für zahlreiche kleine und große Städte, Grünordnungspläne, Programmpläne, alles, was die gesamte planerische Profession erfunden hat, über Jahre und immer wieder in endlos vielen Gemeinden praktiziert. Das muss man durchhalten können, denn es ist ein mühsames Geschäft und das kann ich ein bisschen nur urteilen. Und sie machen aber deutlich, dass eine gute regionale Stadt- und Quartiersentwicklung nur aus einem tiefen Verständnis der Landschaft heraus möglich ist. Aus ihrer Entstehungsgeschichte, ihren Eigenheiten, ihrer Topografie und den Besonderheiten von Flora und Fauna. Und was so selbstverständlich klingen mag, ist in Wahrheit in unserer Siedlungsentwicklung alles andere als selbstverständlich. Denn die ökonomisch interessanten und städtebaulich attraktiven Lagen, und das wissen ja auch viele von uns, stehen mit diesem Ansatz nicht immer im Einklang. Und man kann sogar sagen, oftmals geradezu konträr dazu. Und das betrifft sowohl die Frage, wo man denn überhaupt bauen soll. Und wenn man da so ein paar Beispiele mal aus dem Werk nimmt, ich erinnere mich noch sehr gut an diese großen Planungen für Berlin, unmittelbar in der Nachwendezeit entstanden, und zwar für den Großraum einschließlich Gesamtbrandenburg, wo es sehr sinnfällige Festlegungen darüber gab, wo man denn nun eigentlich siedeln sollte und wo besser nicht, wenn man sich diese Landschaft genauer betrachtet, wo Schwerpunkte, wo Stadtkanten und wo vieles andere mehr eigentlich geschehen könnte. Da muss man sagen, wenn man sich das heute 30 Jahre später anguckt, ist leider nicht alles beachtet worden. Es geht aber nicht nur um diese großräumigen Fragen, wo überhaupt soll es wir tun, sondern auch um das andere wichtige Thema,
Denn wenn wir etwas tun, ist es dann immer noch eine große Frage, wie wir es tun. Und wer auch sich da umschaut in dieser Welt, sieht, dass da eben noch manches im Argen liegt und vieles auch eurer Pläne zumindest in Einzelfällen dazu beigetragen hat, es besser zu machen. Aber noch viel mehr Fälle existieren in dieser Welt, wo das leider nicht geschehen ist. Und da müssen wir uns natürlich alle auch selber angucken. Und es kommt natürlich nicht von ungefähr, dass ihr dieses Thema oder euch immer sehr bewegt hat und hat sicherlich nach meinem Eindruck schon damit zu tun, mit eurer gemeinsamen Ausbildung, wenn man so sagen darf, in einer späten Phase bei Walter Rosshoff. Einem ja nicht ganz unbekannten, aber leider zwischenzeitlich auch immer wieder mal in Vergessenheit geratenen großen Landschaftsplaner dieser Republik. Und natürlich dieses besondere Werk, die Landschaft muss das Gesetz werden, 59, schon ganz schön alt, wenn man das mal so sagen darf, mit diesem Aufschrei damals, den Regine Keller schon zitiert hatte, gegen diese große Landschaftszerstörung der Nachkriegszeit vorzugehen. Er hat natürlich sowohl ein inhaltliches Programm, das aber zugleich, und das scheint mir auch etwas wichtig zu sein, weil wir das manchmal vergessen in all unseren Professionen, auch eine politische Dimension. Und dieses Engagement ist nämlich nicht nur eine Frage, finden wir das richtig oder falsch, sondern wir brauchen auch Leute, die das artikulieren und in den politischen Diskurs einbringen. Das haben, meine Damen und Herren, beide, Christoph Wiedo nach der Valentin, immer getan in sehr unterschiedlichen, ein Teil der Aktivitäten hat die Regine Keller schon erwähnt, aber auch in vielen Verbänden. Donata war lange Zeit auch nicht nur Mitglied im Vorstand, sondern auch Vorsitzende der Stadtregional- und Landesplaner, also der SRL. Du warst immer als Mitglied, hast an anderer Stelle mitgewirkt. Christoph wiederum mehr in der Frage der Architektenkammer auch aktiv gewesen. Beide in der Deutschen Akademie für Städte und Bau- und Landesplanung. Also ihr habt da endlos viel in eurer Biografie vorzuweisen, was, wie wir ja auch alle wissen, Zeit kostet, Mühen kostet, mit Frustration verbunden ist. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass ihr es so lange und immer wieder durchgehalten habt, zuletzt du nochmal diese 6 oder 8 Jahre, die du dir in der Akademie angetan hast, als Vorsitzende der Direktion Baukunst, das gebührt allergrößter Bewunderung. Und ich finde, wenn wir hier weiterdenken, müssen wir auch diese großen inhaltlichen Fragen, die euch da bewegt haben, soweit ich sie zumindest wahrgenommen habe, auch deutlich ansprechen. Und da habt ihr euch nie gescheut, das zu tun. Das erste ist das schon erwähnte, dieser Suburbia-Tendenz mal etwas entgegenzuwirken, und zwar sehr entschieden entgegenzuwirken. Auch das zieht sich durch alle diese Planungen, wenn man sie sich anguckt. Das zweite ist aber auch, das Thema der Stadt wirklich zum Ausgangspunkt zu nehmen, einer Neugestaltung, und zwar auch der europäischen Stadt, wenn es um diese vielen Siedlungsergebnisse, das, was von Sievers, der ja heute auch unter uns ist, immer so schön mit dem Wort Zwischenstadt geprägt hat, neu zu gestalten und endlich diesen Gebieten wieder ein Gesicht zu geben. Denn das fehlt ihnen nun vielfach, und das wissen wir. Und daran anzusetzen und daran zu arbeiten, finde ich so ein zweites großes, großes Thema, was ich in euren Arbeiten immer wieder finde. Das dritte ist aber auch, dass wir überall dort, wo wir neu denken über die kompakte Stadt, also das, was wir so als Erbe in den geschlossenen Zusammenhang noch vorfinden, dass das natürlich auch immer wieder eine Erneuerung bedarf. Und das ist gerade im Moment diese hochaktuelle Frage, wie sieht eigentlich diese Stadt von morgen aus in einem Zeitalter, in dem wir mit Klimawandel und vielen, vielen anderen Herausforderungen zu kämpfen haben und die deshalb eben auch unbedingt in vielerlei Hinsicht nicht nur was Sachbegründungsfragen anbetrifft neu gedacht werden muss. Auch das muss ja mal deutlich gesagt werden, und das habt ihr euch diesen Themen auch immer wieder angenommen. Und nicht zuletzt will ich noch mit erwähnen, dass es auch dort, wo Neues entsteht, und da waren ja beide auch immer wieder, ob das nun in Duisburg war oder später im Rahmen der IWA im Stadtpark tätig, wo also ganz neue Landschaften und wir in der Regel zu tun haben mit dem schwierigen Erbe des Industriezeitalters und wo auf verseuchten Böden Dinge entstehen, die eigentlich nicht zu unseren normalen mitteleuropäischen oder deutschlandweiten Grünsystemen gehören, das auch als eine Wertschätzung und eine Möglichkeit weiterer
Verschiedenheit in unserer Welt zu sehen, umzugestalten zu schönen Parklandschaften, das ist auch ein großes Verdienst und ein sehr programmatisches Verdienst. Und ganz auf dieser Linie lag natürlich auch diese Ausstellung, die schon erwähnt wurde. Ich will es jetzt auch nicht vorwegnehmen, es zu detailliert zu sagen. Aber sich diese beiden Städte, an die man ja nicht so im ersten Moment denkt, was Donata getan hat mit dieser Ausstellung Wiederkehr der Landschaft, nämlich Venedig und Las Vegas, in diesen völlig unterschiedlichen Räumen und in Wahrheit der höchst unwirtlichen, geradezu menschenfeindlichen Räumen, Siedlungen dort zu schaffen, die mittlerweile eine sehr schwierige Geschichte hinter sich haben, gerade jüngst sind wir damit ja wieder konfrontiert worden, und darüber nachzudenken, wie anhand dieser Extreme eigentlich auch Zukunft gestaltet werden kann, das war schon eine wirklich provokative Herausforderung in dieser Ausstellung, die uns, glaube ich, alle sehr, sehr bewegt hat. Es gibt aber noch andere Themen, die zumindest ich immer sehr bewundert habe in eurer Arbeit aus der Perspektive des Städtebauers. Und eines, was da immer eine große Rolle spielte, sind ja diese vielen Debatten über dieses Konfliktfeld zwischen Ästhetik und Ökologie, Stadtplaner würden da sagen Ökonomie und Soziales, auch zwischen Form und Funktion, also all diese Themen, die ja in Wahrheit natürlich unseren Berufsstand immer wieder in der Vergangenheit und auch in Zukunft bewegen werden. Und da ist es schon etwas Besonderes, dass wir in den Arbeiten von Donata und Christoph Valentin etwas spüren, was diesen Widerspruch aufzulösen scheint. Ein ganz eigenwilliges Phänomen. Das mag ein bisschen so biografische Hintergründe haben, wir haben das gehört, ihr kommt ja auch so aus diesen beiden Polen und vielleicht hat die persönliche Liebe dazu beigetragen, dass tatsächlich das nicht so sehr als ein Konfliktfeld, sondern eher als ein Feld der Einigung dazu geführt hat, dass es jedenfalls, so hat man den Eindruck von außen, ein gemeinsamer Eckpunkt all eurer Arbeiten geworden ist. Und das bedeutet natürlich auch, und so seid ihr auch immer herangegangen, dass das Erscheinungsbild auch der Landschaften immer ein Spiegel nur sein kann der inneren Strukturen, die eigentlich dahinter liegen. Und wiederum die Kultivierung dieser Strukturen eigentlich auch erst möglich ist durch das, was man dann als ästhetisches Ergebnis erkennen und lesen kann. Und so einleuchtend das natürlich für jeden so auf den ersten Blick ist, so wenig selbstverständlich ist das, wenn wir auf die Geschichte der Landschaftsarchitektur in den letzten 30, 40 Jahren mal zurückschauen. Und viele von Ihnen werden sich erinnern, wir hatten in den 60er und 70er Jahren ja noch so eine große Phase, in der es mehr darum geht, mit Quantitäten Freiraum zu schaffen und diese Parameter in der Bebauungsplanung und was immer betrieben wurde in diesem Land, eigentlich viel wichtiger war als alle qualitativen Fragen, die damit verbunden sind. Wir erinnern uns auch noch an die Phase der 80er und 90er Jahre, in der die ökologische Thematik schon mal sehr im Vordergrund stand und wir endlose Zählungen über Arten, Biotopentypen und ich weiß nicht, was in solchen Büchern lesen mussten, aber über die Frage, wie das eigentlich aussieht hinterher, keiner oder kaum einer geredet hat, zumindest in Deutschland war das so. Und natürlich auch die Gegenbewegung, die wir seit den 2000er Jahren, auch nicht nur in der Landschaftsarchitektur, sondern auch in der Architektur generell vorgefunden haben, die dann wieder einen ganz anderen Weg einschlägt und nur mit ästhetischen Bildern versucht hat, völlig losgelöst von jeglicher Bodenhaftung, eine neue Setzung zu machen. All diesen Versuchungen sind Christoph und Donata Valentin nie erlegen gewesen, wenn man sich die Arbeiten über diese lange Periode anguckt. Und das ist eine doch große Leistung und da mag man gar nicht, oder muss hier in München gar nicht so weit gehen. Das eine, oder der große Fall, der mir hier natürlich neben vielen der kleineren Arbeiten, die er gemacht hat, einfällt, ist Riem. Und wer Riem anguckt und die ganze Geschichte sich nochmal vergegenwärtigt, von Anfang eurer Rahmenplanung, wo ihr, glaube ich, damals den ersten Preis für bekommen habt, bis hin zur Umsetzung im Platz der Menschenrechte, in den vielen Quartiersplätzen, aber auch den großen Straßenzügen, der großen Grünachse und vielem anderen mehr, was ihr dann auch ganz praktisch umgesetzt habt, der sieht schon, dieses Gebiet hat eigentlich, man kann fast sagen, seine Identität erst durch die Grünplanung richtig bekommen. Es war ja ein relativ strenges städtebauliches Raster,
auch mit gewissen Dimensionen, kann man sagen. Und diese Frage der Intimitäten, der Besonderheiten, dessen, mit was man sich heute identifiziert, das eigentlich hat die Grundplanung erst geleistet. Aber auch wenn ich weitergehe aus euren jüngeren Werken, einmal realisiert, einmal noch in Planung, an diese beiden großen botanischen Gärten denke, die ihr da in China realisiert. Also der eine in Shanghai, der ist schon fertig, und der andere in Datong. Dann muss man sagen, eine Aufgabe, die ja eigentlich höchst artifiziell ist, die eigentlich vom ganzen Ansatz her versucht, zusammenzutragen, Landschaften ganz unterschiedlicher Welt, das in einer Gestalt auszuformen, die zugleich einmal in einem höchst unwirklichen großen Raum mit Gridstruktur und was weiß ich, so eine typische, man würde sagen, hier Zwischenstand in China, also alles dreimal so groß, wie wir es hier kennen, aber im Grunde dasselbe Problem haben. Oder aber in diesem anderen Fall dann Tom am Rande eines Gebirges liegen. Wer sich diese Arbeiten mal etwas näher anschaut, der sieht, in dem ersten Fall ist es gelungen, durch diesen Wälderrand, den ihr dann konzipiert habt, durch die Wasserlandschaften aus Seen und kleinen Bächen, das Ganze auch zu einem großen, großen Ereignis zu formen, was eine Setzung in dieser Landschaft ist, die weit über die einzelnen Gärten und ihre auch ganz unbestrittenen Qualitäten hinausgeht. Und Datong ist vielleicht noch viel großartiger. Sie müssen sich diese Bergketten, wie sie da ankommen, vorstellen. Und davor sind die Gärten platziert an den Rändern und die Täler gehen da durch an öffentliche Wege. Ich bin sicher, wenn das 30 Jahre steht, oder 40 brauchst vielleicht, dann wirkt es wie eine Einheit in dieser großen Landschaft. Und das, meine Damen und Herren, muss man erst mal hinkriegen. Ist nämlich nicht so leicht, diese Selbstverständlichkeit zum Schluss wieder zu erzeugen. Also großartige Leistungen. Und damit zusammenhängt, und das führt mich jetzt auch zum Abschluss und einem dritten wichtigen Aspekt in eurer Arbeit, nämlich, dass ihr auch immer dem Motto gefolgt seid, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und auch das muss man sich vergegenwärtigen, und da neigen wir ja, wenn wir ganz ehrlich sind, auch nicht immer alle so dazu, in der festen Überzeugung, wir seien ja die Besten und die anderen eben doch schlechter als wir, eigene persönliche Spuren immerhin zu hinterlassen. Und die Thematik der Einordnung in das Große und Ganze, also die Frage, bin ich Teil des Ganzen oder bin ich sozusagen ein Solitär in dem Ganzen, die habt ihr immer im Sinne des Ersteren gearbeitet. Und da könnte man jetzt aus ihren Arbeiten viele, viele Fälle zitieren. Man könnte einmal, um bei den Jüngeren anzufangen, aus, ist jetzt schwierig, Wuxi, war es richtig? Schreibt sich Wuxi, also aber Wuxi, ich bin nun kein Chinese und tut mir da immer schwer. Also da gibt es ja mehrere schöne Anlagen, die er errichtet hat, aber ich will gerade mal hervorheben, wenn man da gerade so ein Business District, in dem wir so einen inneren Bereich da formuliert hat, und wenn man, dieser Business District sieht aus wie viele andere und endlos viele in China, und die man alle in Wahrheit überhaupt nicht unterscheiden kann. Aber diesen deinen Park in der Mitte, der schafft Adresse. Der schafft ein Bild, mit dem eine Setzung wird und auf einmal aus dem Ganzen wirklich etwas wird. Und das ist nur durch eine landschaftliche Setzung da zustande gekommen. Man könnte das auch für viele andere Anlagen von euch übertragen, die ihr gemacht habt. Nicht zuletzt denke ich da auch an diese berühmte Sanierung in Wolfsburg, die mich auch immer sehr beeindruckt hat. Westenhagen heißt das, glaube ich, in Wolfsburg. Also eine Großwohnsiedlung stellen Sie sich vor, die auch so eine große Achse hat. Und in Wahrheit natürlich auch nur so abstandsgrün war und irgendwann auch sehr vollgewachsen war und jetzt zu dem sozialen Lebensraum dort geworden ist, wie ich es zumindest lange nicht mehr in dieser Qualität gesehen habe und vor allen Dingen nicht in dieser Akzeptanz von Seiten der Bevölkerung. Und das muss man da hinkriegen, diese ganze Nachbarschaft hat eine Adresse bekommen und ist Teil des Ganzen geworden, das ist schon großartig. Und man könnte jetzt natürlich aus euren frühen Arbeiten viele Fälle, ob das Ravensburg, Luxemburg und so weiter sind, viele, viele kleine auch Straßenraumumgestaltungen, Platzumgestaltungen, die sich alle versuchen, in dieses Große und Ganze ein bisschen einzufügen, Atmosphäre zu erzeugen und vielleicht dem Schönsten, was diesem Berufsstand jetzt so eigen ist und was ihn dann doch wieder ein bisschen unterscheidet von dem, was so Städtebauer und Architekten zu tun haben. Wir haben ja immer Raumprogramme und tausend andere Zwänge, die wir alle so beachten können. Ich habe es immer als einen besonderen Reiz des Berufes der Landschaftsarchitekten gesehen,
dass oftmals viele auf Erfindungen warten. Kleine Erfindungen und dass die Freiräume für diese Erfindungen in der Landschaftsarchitektur, weil es eben in der Regel nicht ganz so ausgefeilte Programme gibt, etwas größer sind, als sie in den anderen Professionen. Eine große Stärke. Und in diesem Kontext möchte ich deswegen auch nochmal zum Abschluss, wenn ihr das gestattet, Fritz Schumacher zitieren. Kommt ja nun aus Hamburg, darf ich das machen? Der schreibt nämlich, ebenso wie es möglich ist, mit dem einzelnen nicht besonders wertvollen Stimmenmaterial, denken Sie an Duchy, eine gute Chorwirkung zusammenzubringen, wenn ein zielbewusster und geschmackvoller Dirigent die Töne zusammenhält und im richtigen Takt vorwärts führt. Ebenso hoffnungslos ist das Ergebnis, wenn jeder Einzelne für sich die Stimme erschallen lassen will. Ja, es ist offenbar, dass eine kräftige Stimme die Gesamtwirkung geradezu zum Unsegen wird, wenn sie außer dem Takt und ohne Zusammenhang mit dem Nebenmann ihre Kraft zur Geltung bringen möchte. Und weiter, der einzelne Bauende darf sich nicht als Solist, er muss sich als dienendes Mitglied eines Chores finden. Das, finde ich, habt ihr in eurem Werk wirklich verinnerlicht, wie ich es jedenfalls nur von wenigen anderen Büros kenne. Und in einem Maße, wo ich nur sagen kann, Chapeau, ihr Landschaftsarchitekten, ihr Landschaftsstadtbauer oder Stadtlandschaftsbauer, wie immer man das hin und her drehen will. Man kann, wenn man so wie ich ein kleiner Schüler ist und einer anderen Generation angehört, einer Komponistenschüler, diesem Dirigat ja eigentlich nur folgen, meine Damen und Herren. Donata mit ihrer ungemeinen Klugheit und ihrer unendlichen Fürsorge, Christoph mit seiner ungemeinen Weisheit und allergrößten Herzlichkeit jedermann gegenüber. Es ist mir eine große Freude, euch hier und heute gratulieren zu dürfen. Dankeschön. Dankeschön.